Da will ich ein Video anfangen und da fängt jemand an, Stopp zu sagen. Tja, in dem Fall muss ich nochmal Pause machen. Wir versuchen es jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, wie lange das da unten noch weitergehen wird. So, ich habe gedacht, wir könnten mal wieder einen Tag machen. Und ja, es tut mir leid, dass ich die ganze Woche irgendwie kaum was hochgeladen habe. Aber es ist wirklich schwierig. Wenn ich nach Hause komme, ist es schon dunkel und. Ja, ich werde es versuchen, heute ein paar Videos zu drehen. Ich hoffe, das gelingt mir. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Tag. Und zwar ist das ein 50 Random Questions Tag, den ich gefunden habe und den ich ganz lustig fand. Und wir beginnen einfach mal mit Frage Nummer 1. Das letzte Buch, das du gelesen hast. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist das, was ich im Moment lese. Und das ist Bloodlines von Richelle Mead. Ja, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Aber ich höre gleichzeitig noch ein Hörbuch und das ist House of Nights. Und das ist der zweite Teil, den ich jetzt im Moment höre. Und mir wurde gesagt, nach dem zweiten Teil wird es immer schlechter. Ich bin sehr gespannt. Warten wir es mal ab. Do you like Rollercoasters? Ich mochte früher Achterbahnen super gerne. Mittlerweile habe ich aber irgendwie extreme Höhenangst bekommen und darum traue ich mich das nicht mehr wirklich. Aus dem Grund, nein. What would you name your son or daughter if you had one? Ja, das finde ich wirklich schwierig. Ich weiß noch, als ich klein war, wollte ich meine Kinder Kim nennen. Würde ich heute im Leben nicht mehr tun. Damals fand ich es aber irgendwie cool. Und wie würde ich sie denn heute nennen wollen? Das ist eine schwierige Frage. Ich finde Maximilian einen schönen Namen. Mein Bruder heißt aber Maximilian, darum finde ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also ist der Name irgendwie dann schon mal raus. Wie würde ich denn meine Kinder nennen wollen? Feline finde ich sehr schön. Für ein Mädchen in dem nach. Und für einen Jungen. Jeremy Pascal. Nein, Quatsch. Was finde ich denn schön? Sebastian finde ich ganz schön, wobei Bastian eigentlich noch ein bisschen schöner. Ja. Sonst fällt mir jetzt Alexander finde ich auch ganz schön, aber ich weiß nicht. Ich finde es schwierig. Do you want kids? Why or why not? Ja, ich würde gerne Kinder haben. Einfach weil ich mal Kinder haben möchte. Ich weiß nicht, ich kann das jetzt irgendwie schlecht erklären. Ich möchte gerne ein Kind bekommen und dann jeweils, also entweder ein Mädchen oder ein Junge, je nachdem, was ich eben schon habe, würde ich noch gerne adoptieren. Wahrscheinlich, weil ich auch adoptiert bin und ja, das würde ich gerne tun. What's your favorite memory with your best friend? Schwierig. Da möchte ich mich gar nicht auf eine Sache festlegen. How many times did it take you to pass your driver's test? Ja, dreimal. Also beim dritten Mal habe ich bestanden. Ich hatte aber auch einen richtigen Scheißlehrer. Ja, ich habe bei dem eben meine Fahrstunden gemacht. Der hatte mich zur Prüfung angemeldet und hat eben dann immer sofort auf die Bremse getreten, obwohl es eigentlich gar kein Problem war. Da bin ich leider zweimal durchgefallen. Ich habe dann den Lehrer gewechselt und der war super. Und ja, dann habe ich auch gleich bestanden. Ja, so war das. The scariest dream you had. Ich weiß noch, als ich klein war, hatte ich einen Traum ganz oft und hatte auch unglaubliche Angst vor dem Traum. Und zwar hatten wir irgendwie bei uns im Garten Lagerfeuer gemacht und haben gegrillt. Und das Feuer ist dann irgendwann irgendwie, wie sagt das? Wie sagt das? Wie sagt man da? Ja, das ist eben aufs ganze Gelände irgendwie übergegangen und irgendwie war alles voller Flammen um unser Haus rum und ja, das war auf jeden Fall sehr gruselig. How tall are you? Ich bin 1,68 Meter. The last thing you ate was eine Zimtschnecke. A band you want to see live is. Ich würde gerne Justin Timberlake gerne mal live sehen. Ist das eine Band? Eigentlich ja nicht, ne? Eine Band, die ich gerne mal live sehen würde. Nee, fällt mir jetzt gerade aber nichts anderes ein. Ich würde gerne Justin Timberlake gerne sehen. Do you have a hero, someone you look up to? If so, who? Oh, nee, eigentlich nicht. Do you like to swim? Ja, ich liebe es. Things you look for in a guy or a girl. In a girl?
Ja, weiß ich nicht. Ich muss einfach auf der gleichen Wellenlänge wie jemand sein, um mich mit der Person eben gut zu verstehen. Ich muss mit der Person Spaß haben, ich muss der Person vertrauen können. Geht es jetzt überhaupt um Freundschaft? Das wäre jetzt Freundschaft gewesen. Ich glaube aber eher, dass das darauf bezogen war, entweder bin ich ein Mädchen oder ein Junge und was sehe ich im anderen Geschlecht. Egal, gehen wir mal zu den Männern. Ja, ist eigentlich auch fast das Gleiche. Ich muss mich einfach irgendwie sicher mit der Person fühlen und ja, vertrauen. Ich muss Spaß haben können mit der Person und ja. Has a book ever upset you? Bestimmt. Lass mich mal überlegen. Also ich bin ja wirklich eine Heulsuse bei Filmen und so. Lass mich mal überlegen, bei welchem Buch ich geweint hatte. Also da gibt es bestimmt einige, aber mir fällt gerade nichts ein. Ja, aber wenn irgendwas wirklich ergreifend ist, dann bin ich da auch gleich dabei mit Tränen und so, ne? What was the first instrument you learned to play? Also das allererste war Glockenspiel. Also ne, mit diesen Dingens hier, wo man da auf die Tasten haut. Und danach habe ich Klavier gespielt. Aber auch nicht sonderlich lang. Ich hatte irgendwie nie Lust zu üben und darum habe ich das irgendwann aufgehört. Some of your hobbies. Hobbies. Some of your hobbies. Some of your hobbies include, steht hier. Was beinhalten denn einige meiner Hobbys? Ich verstehe die Frage nicht. Nö, ich verstehe die Frage nicht. How do you deal with anger? Das kommt drauf an. Wenn ich sauer auf eine Person bin, dann versuche ich auf jeden Fall das Problem zu lösen und darüber zu sprechen. Ja. Ja, doch. Something you like about your appearance is. Ich mag gerne meine Augen und meine Haare manchmal. What was the last movie you watched? Ja, ich war mit der Melissa im Kino in Sextape. Sextape, genau. Ja, das war der letzte Film, den ich gesehen habe und ich fand ihn eigentlich auch ganz lustig. Do you have a favorite ghost story? What about a personal ghost story? Eine Lieblingsgeistergeschichte habe ich nicht unbedingt. Als ich so 14, na, ich war schon ein bisschen älter, 15 wahrscheinlich war, haben wir in der Schule irgendwie so eine Phase gehabt, wo wir gerne Gläserrücken gemacht haben. Und ich sag's euch Leute, das war wirklich extrem gruselig. Ich weiß nicht, vielleicht glauben manche von euch nicht an diesen ganzen Geisterkram. Und dann könnt ihr jetzt einfach mal kurz weghören. Aber ja, da sind schon einige Sachen passiert, die ich mir so nicht erklären kann. Und ja, ich glaube an diese ganzen Sachen und deswegen bin ich da auch immer etwas vorsichtiger. Also, ja. Where's the farthest from home that you've gone? Also, wo war ich am weitesten weg von zu Hause? Das weiteste wahrscheinlich Amerika. Ja, Amerika. Have you met anyone through Tumblr that you'd like to meet? Ich habe kein Tumblr. Wenn es um Instagram geht, ja, einige. Und hoffentlich klappt das ja jetzt mal im Ende November, Anfang Dezember mit dem Weihnachtsmarkt treffen. Das fände ich ganz toll. Vielleicht auch an euch Leute bei YouTube, die aus der Nähe von Düsseldorf kommen. Wir würden uns gerne treffen auf dem Weihnachtsmarkt, einfach um sich ein bisschen kennenzulernen. Und wir müssen dann noch irgendwie ein Datum rausfinden, aber es wäre cool, wenn viele von euch kommen würden und wir mal ein bisschen miteinander schwätzen könnten und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Do you like your parents? Ja. Things you have in common with your parents. Was habe ich mit meinen Eltern gemein? Also ich würde zum Beispiel sowas sagen wie Werte oder sowas, weil die mir diese Werte vermittelt haben. Darum sind die eigentlich recht ähnlich wie die meiner Eltern, also meine. Solche Sachen vielleicht. Ja, Wertvorstellungen. What is to the right of you? Ein Kissen. Mehr nicht. A favorite memory with a sibling.
Ja, eigentlich alle Urlaube, die wir so mit der Familie zusammen gemacht haben und eben dann auch mit meinen Geschwistern zusammen. What is something you wish you'd done? Etwas, was ich mir wünschte, getan zu haben. Ich wünschte, ich hätte ein Auslandssemester gemacht. Am Anfang meines Studiums habe ich mir das auch fest vorgenommen und irgendwie ging die Zeit dann so schnell rum, dass die Zeit vorbei war, sich dafür irgendwie anzumelden und ja, das hätte ich aber super gerne gemacht. Oder some of your favorite blogs. Ja, ich mag Blogs überhaupt nicht, hatte ich neulich schon mal erzählt. Ja, weiß ich nicht. Ich lese einfach nicht gerne die Sachen. Ich höre mir das lieber bei YouTube an oder ja. Do you sing in the shower? Nein, tue ich nicht. Something others have described you as. Pünktlich, zuverlässig und gute Zuhörerin. Your favorite superhero? Ich bin nicht so der Helden-Fan, aber wenn ich jetzt einen sagen müsste. Nee, da fällt mir jetzt keiner ein. Two of your fears are Höhe und Spinnen. What you're majoring in college, what you plan to major in. Also, ich habe Erziehungswissenschaften und soziale Arbeit studiert und bin schon fertig. What is your favorite season? Meine liebste Jahreszeit ist eindeutig der Sommer, gefolgt vom Frühling, dann der Herbst und ganz, ganz, ganz weit hinten kommt der Winter. The best vacation you took. Das ist schwierig. Ich fand Ägypten super, super toll. Thailand war der Oberhammer. Amerika ist natürlich auch immer der Wahnsinn. Es ist wirklich schwierig. Die Karibik war auch toll. Also ich weiß nicht. Da kann ich mich nicht festlegen. Auch allein Italien oder Frankreich. Ich finde jeden Urlaub irgendwo anders einfach traumhaft toll. Ja. How did you come across your favorite band? Also meine All-Time-Favorite-Sängerin ist wahrscheinlich Erykah Badu. Ich weiß nicht, ich mag das einfach. Das ist so schön chillig und trotzdem irgendwie peppig. Ich weiß nicht. Hört sie euch mal an. Und ja, da war ich ach, wahrscheinlich so 13 oder so und wir waren im Urlaub und da gab es eine Karaoke-Bar. Und bevor eben die Karaoke anfing, lief da irgendwie auf dem Fernseher irgendwie eine Show, wo eben jemand gesungen hat. Und das war eben sie. Und das hatte ich mir dann notiert und ja, so habe ich sie rausgefunden. So habe ich sie gefunden und ja. Mag ich sehr, sehr gerne. Occupation you wanted as a little kid. Als ich klein war, wollte ich unbedingt Tierärztin werden und dann Lehrerin. Ich glaube, das sind so die zwei typischsten. Was war das denn? Die zwei typischsten Jobwünsche bei Mädchen, oder? Prinzessin natürlich auch, aber das wollte ich nie werden. Are you an introvert or extrovert? Introvertiert oder extrovertiert? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich bin, wenn ich jemanden neu kennenlerne, erstmal sehr introvertiert. Ich bin extrem schüchtern. Aber sobald ich jemanden kenne, ändert sich das auch. Und jetzt muss ich auch sagen, so auf der Arbeit, dass ich dass das immer leichter für mich wird, eben extrovertiert zu sein. Ich muss eben auch manchmal mit den Eltern sprechen und so. Und da kann ich dann nicht hingehen und so. Ne? Da muss ich dann schon selbstbewusst auftreten, sage ich mal. Und ja, das gelingt mir immer besser. Also, ich bin introvertiert, werde aber, glaube ich, immer mehr extrovertiert. When was the last time you drank? Also so richtig trinken, trinken oder trinken? Ich war gestern auf einem Brunch und da habe ich getrunken. Aber so richtig trinken, dass ich wirklich betrunken war, ist eine gute Frage. Ja, es wäre dann wahrscheinlich so ungefähr vor 3 Jahren gewesen in Frankfurt an Karneval mit dir, Siehem. Du erinnerst dich bestimmt. Ich glaube, da war ich das letzte Mal so wirklich betrunken. Ja, ist was länger her. How many pillows do you sleep with? Ich schlafe mit zweien. Ich habe einmal mein normales Kopfkissen, das relativ dünn ist, und dann habe ich noch mein Kuschelkissen, ohne dass ich nicht schlafen kann. Are you a safe driver? Ja, würde ich schon sagen. Something that's bothering you right now. Dass die Zeit mir wegrennt, das Licht bald wieder weg sein wird und ich nicht genug Zeit habe, den Tag zu genießen. Jo.
How many CDs do you own? CDs. Ja, CDs werden ja immer weniger gekauft heutzutage. Man lädt sich das alles aufs Handy oder so. Ich würde mal schätzen, so um die 30. Aber eben auch alte. Unter anderem sowas wie Bravo Hits oder sowas. How many books do you own? Würde ich auch so sagen, vielleicht 20, 25. Ja. How many aunts and uncles do you have? Ich habe eine Tante und einen Onkel. Wir sind eine kleine Familie. Top 5 somethings. Also meine Top 5 überhaupt oder generell. Sommer, Backen, Instagram, YouTube, haben wir schon 4, ne? Und mein Acker. Jo. Ja, das war der kleine Tag. Ich weiß nicht, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich habe irgendwas im Auge, ich muss da mal eben checken. Keine Ahnung. Genau. Ich hoffe, er hat euch gefallen. War einfach jetzt mal ein bisschen so randommäßig wieder, aber ich habe gedacht, wir könnten das ja mal wieder machen. Und ich schaue solche Tags auch immer ziemlich gerne. Ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und genießt das Restwochenende. Ich glaube, ich werde das heute hochladen. Es wird auch wieder ein Filofax-Video kommen, wenn ich es nicht schon wieder verplane. Es tut mir so leid. Aber dann ist das Licht weg und dann ist das Licht scheiße und ne, ihr kennt die Problematik. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt erstmal und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!